Herzlich willkommen zu einem neuen Finanztalk auf dem Kanal Follow My Money. Mein Name ist Andreas Bernstein und heute bin ich direkt zugeschaltet zur deutschen Börse. Naja, so fast. Den kennst du sicherlich, das ist der Christian Schlegel. Hallo Christian. Servus. Ja, du bist nicht wirklich an der deutschen Börse, das ist ein virtuelles Bild in dem Fall, aber du bist eng verbunden mit der deutschen Börse, richtig? Ja, ich handle jetzt seit, lass mich überlegen, 16. September 1984, nein, 87 bin ich an der Börse. Ich komme ins 35. Jahr und man sieht es auch ja, an den grauen Haaren. Wollte dir gerade ein Kompliment machen, dass man dir das gar nicht ansieht, ob du schon in den Kinderschuhen dort gestanden hast. Tatsächlich direkt nach der Banklehre. Da habe ich beim Börsenmakler angefangen und nur Optionen gehandelt und seitdem also auch. Und es hat viel Spaß gemacht und beendet habe ich an der Börse 2003 war das. Und seitdem bin ich quasi Privatier, aber es lässt mich einfach nicht los. Ja, das merkt man auch, denn du bist als Star Trader bei Follow My Money gelistet. Also das lässt dich nicht los und uns lässt es auch nicht los, deinen Ideen zu folgen. Ja, ich bin ja technischer Analyst und ich versuche viel auf Technik zu machen. Ich bin kein Volkswirt, ich bin dann kein Fundamentalanalyst, aber ich höre gerne zu. Ich würde sagen, bei meinen Analysen ist 75% Technik und der Rest ist fundamental. Und bei manchen Sachen muss man nicht unbedingt technisch reinschauen, sondern kann sich vielleicht auch auf seine Erfahrung, auf sein Bauchgefühl verlassen, wie zum Beispiel beim Thema Jahresendrallye. Kommt die noch? Sind wir mittendrin oder wird sie abgesagt? Was denkst du? Das ist bei mir ehrlich gesagt immer so ein Unwort. Ich höre das regelmäßig ab September, es kommt die Jahresendrallye. Das höre ich jetzt seit 35 Jahren jedes Jahr. Mal kommt sie nicht. Ich bin persönlich nicht der Auffassung, dass sie dieses Jahr kommen wird, wobei eine Frage sein muss, wann fängt eine Rallye an, wann hört sie auf? Das ist genauso, was ist ein Crash, was ist kein Crash? Ich habe den ersten Crash mitgemacht, 1987, das waren 25% in einer Börsensitzung. Das war ein Crash. Diese 5-6%, die wir manchmal haben hier pro Sitzung, ist für mich kein Crash. Das ist ein leichtes Ausatmen. Deswegen, wo fängt die Jahresendrallye an? Tja, ich würde mal sagen, ich glaube, wir kriegen sie nicht mehr, wenn ich davon ausgehe, dass die Jahresendrallye mit dem Titel von 16.500 irgendwie betitelt wird. Dann sehe ich das nicht mehr, nein. Dann lass uns vielleicht von diesem harten Cut zum Jahreswechsel wegkommen und auf die nächsten Monate schauen. 3-4 Monate, wie siehst du da die Börsenphase? Ich bin persönlich nicht so positiv. Ich glaube, auch als technischer Analyst gesprochen, ich habe verschiedene Indikatoren, die nach unten zeigen. Ich rechne eigentlich damit, dass wir so eine Art 20-Monats-Linie sehen würden. Die habe ich vorhin ausgerechnet bei 14.109 auf Sicht bis Ende März, April. Ich bin der Meinung, der DAX kommt in der Realwirtschaft an. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich mir ein Auto bestellt habe, das wird jetzt zum dritten Mal nach hinten verlegt, weil irgendwelche Chips fehlen. Ich bin kurz davor, das abzubestellen. Und es ist ja schön, wenn die Autofirmen Aufträge bekommen. Aber wenn sie nicht liefern können, bringt es denen auch herzlich wenig. Meine technischen Indikatoren sagen, der Markt jetzt von 8.200 hoch bis, also seit März letzten Jahres, bis hoch zu 16.300, der muss mal ausatmen. Und also eine 14.100, das wäre dann zum Beispiel, eine 14.100 wäre eine gute Marke. Das kann sogar noch tiefer gehen bis auf 13.200. Dann hätten wir eine bestimmte Fibonacci-Zahl bei 38,8%. Und das wäre in Ordnung. Das wäre völlig noch in Ordnung. Der Markt ist heiß gelaufen. Man sieht das auch an verschiedenen Unternehmen, wenn sie berichten. Neulich hatten wir Varta. Da wird dann der Kurs innerhalb von einem Tag um 30 € runtergeprügelt. Der Markt ist sehr sensibel geworden. Und das gefällt mir eigentlich nicht. Wenn man sich aber das Gesamtjahr anschaut, so ist diese Konsolidierung oder dieses Ausatmen ja schon seit Mai zu beobachten. Denn so richtig aus den Pushen, wie man so schön sagt, ist der Markt ja seitdem nicht gekommen. Ja, wir haben eine ausgedehnte Seitwärtsphase mit leichten Tops nach oben, ab und zu mal ein bisschen was unten. Deswegen, das war kein einfaches Jahr, das muss man wirklich sagen. Auf der einen Seite hat man solche Werte wie Tesla, die gestiegen sind wie verrückt, und da gehe ich jetzt auch mal über einen großen Teich rüber. Wir haben aber auch Werte wie Bayer, die sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil sie eine Story dahinter haben mit Glyphosat. Es ist, ich finde, es war eines der schwierigsten Jahre, die ich in den letzten Jahren kannte. Nur die reine Jahresperformance auf den DAX zu sehen, das wäre mir zu einfach. Das ist nicht fair. Nehmen wir Nasdaq. Es sind 4 Werte, die den Nasdaq nach oben bewegen und der Rest ist teilweise auch schon erheblich runtergekommen. Das alles macht mich glauben, dass wir in den nächsten Monaten nicht unbedingt positiv weitergehen werden. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel die ganzen Sparfonds erstmal für die nächsten 4 Monate auf Hold gelegt und werde erst wieder im Mai anfangen. Na gut, du musst ja dann auch das Auto bezahlen, was kommt.
Ja, wenn es kommt. Über die Marke sprechen wir gar nicht, aber vielleicht über ein paar Branchen. Hast du denn so eine favorisierte Gewinnerbranche fürs nächste Quartal? Ja, also ich bin der Auffassung, dass diese Inflation, die überall rumgereicht wird von 5% und mehr, dass sich das innerhalb der nächsten 4 Jahre, nächsten 4 Monate deutlicher reduzieren wird. Ich glaube, da sind wir auch wieder unter 4. Allerdings glaube ich, dass der Nominalzins steigen wird. Und damit rechne ich also in erster Linie mit Banken. Damit meine ich jetzt nicht nur Commerzbank und Deutsche Bank. Ich denke auch an ING, ich denke an Banco Bilbao, Banco Santander, solche Banken, also die europäischen Banken. Aber auch weltweit glaube ich, dass die besser gehen werden. Da lege ich also mein Augenmerk drauf, was mich jetzt betrifft. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, dass andere Werte wie zum Beispiel Delivery Hero, Essensgeschichten, dass die tendenziell eher zurückgehen wollen, weil irgendwann wird Corona reduziert werden und die Leute wollen rausgehen. Ich merke das an mir auch. Ich will rausgehen, ich will ein Restaurant gehen. Ich will mir das nicht liefern lassen. Ich glaube aber auch, dass die Reisebranche und damit auch die Fluggesellschaften wie zum Beispiel Lufthansa hier irgendwo einen Boden gefunden haben. Das wird nicht gleich hochgehen, mal auf Lufthansa gesprochen von 5,80 auf 10. Aber ich glaube, dass das unter Schwankungen auf 10 gehen wird in den nächsten 6, 7, 8 Monaten. Dazu zählt Royal Caribbean, die ganze Reisebranche, Airbnb, Accor Hotel, sowas, dass die tendenziell eher hier einen Boden finden. Das ist natürlich eine Branche, die man dann auf der Uhr haben sollte, wenn es keine neuen Corona-Varianten gibt. Aber wenn die bleiben, sollte man dann vielleicht trotzdem bei den Impfherstellern sich nochmal orientieren, obwohl sie schon sehr teuer sind. Ich habe ganz große Probleme mit den Impfherstellern. Ich habe ganz ehrlich kein einziges Mal eine BioNTech gehandelt. Nicht ein einziges Mal. Mein Problem ist einfach, jetzt werden die Kinder freigegeben im Sinne von, die dürfen jetzt geimpft werden. Stell dir morgen die Headline vor, die Klasse 6a aus dem Ort sowieso haben alle Schwierigkeiten. Dann ist der Kurs von BioNTech 20% tiefer. Ich finde die Volatilität in BioNTech, und dann nehme ich aber auch die ganzen anderen, ob das jetzt Oxygen ist, ob das Novavax ist, ob wie sie alle heißen. Nehme ich alle rein. Das ist für mich ein Markt, den kann ich nicht überprüfen. Kann ich nicht. Den kann ich auch nicht technisch irgendwie bewerten. Ich bin da nicht drinne. Ich gönne es jedem, der es war, der es ist, ja, aber ich selbst bin da überhaupt nicht von vertreten. Vielleicht wäre das nochmal ein Thema, was wir ganz ausführlich in einem Star Trader Talk für eine Stunde oder so erörtern können. Ich glaube, da hattest du auch schon einen, aber nicht mit mir, sondern mit einem anderen Christian. Ja, das ist richtig. Ja, ich weiß, es ist aber ganz schon länger her. Ja, war das eine Stunde? So lang? Kam mir gar nicht so lang vor. Doch, doch, das war fast eine Stunde. Und ich habe mir das auf meine Vorname-Liste für 2022 geschrieben, dass ich das mit dir machen möchte. Und ich glaube, da sehen wir uns dann wieder. Immer wieder gerne. Vielleicht müssen es nicht unbedingt die BioNTech sein oder die Impfdrinks. Wir werden finden, was wir. Also es gibt immer Themen. Das ist ja das Schöne an der Börse, ist jeden Tag ein neues Thema. Jeden Tag. Genau, das kann man als Trader bei Follow My Money natürlich entweder für sein eigenes Depot selber tun oder eben den Experten folgen. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Experte, und wünsche dir schon mal einen schönen Jahresübergang. Immer wieder gerne. Frohe Weihnachten. Alles Gute an alle. Ciao.